das hier, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Aber das ist ein bisschen groß geworden für einen Backflip, finde ich. Das ist ja 30 mal 30. Und ich musste so lachen. Ich habe eben diesen Aufkleber abgerissen, damit man die Adresse nicht erkennt. Deswegen schiebe ich das Päckchen jetzt auch nicht weiter hoch. Und darunter kam dann zum Vorschein nochmal meine Adresse und ihre Adresse, weil ich habe dieses Päckchen nämlich zu ihr geschickt und denk mal, komm, reißt du das ab? Und darunter war dann wieder meine und ihre Adresse, weil sie hat dieses gleiche Päckchen ja auch zu mir geschickt. Ja, das fand ich dann schon witzig. Dann wollen wir mal. Ich bin ja mal gespannt. Schnibbeln wir das mal auf. So. Jetzt kann man das ein bisschen mehr darunter schieben. Ich muss meinen Kleber mal wegtun, weil ich habe ja eben gebastelt. So, die hebe ich auch immer auf. Das ist ein super. Oh nee, so viel. Da bist du. Wahnsinnig. Oh, und dann auch noch so viel selbst gemacht. Das, oh, ist das schön. Oh, schaut mal. Ach nee, herrlich. Ah, kann man sogar hinstellen. Ich habe dies ja noch gar keinen. Cool. Notizen. Oh, mein. Mal gucken, ob mein Bleistift, gell? Das ist ja cool. Sind sogar schon Notizzettelchen drin. Haha, super. Wo stelle ich das hin? Wo stelle ich das hin? Wo stelle ich das hin? Am besten, ey, das kommt neben das Telefon, glaube ich. So, das steht jetzt erstmal da. Cool. Dankeschön. Dann haben wir hier eine wunderschöne Karte. Und ich glaube, du hast einen Plotter, ne? Die habe ich mir auch schon ausgeplottert. Wunderschön, ehrlich. So, ich nehme das mal und schmöker mal. Oh ja, das wünsche ich dir auch, liebe Tanja. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da wir kein Alkohol trinken, werden wir nicht feucht rutschen. Wir werden also bei voller Besinnung durch das neue Jahr kommen. In vollem Bewusstsein sozusagen. Sondern wollen wir mal anfangen, weil da was Schönes drin ist. Ach Gott, nee, lueg mal hier. Ach Gott, ich mag das, dieses. Ich weiß, ich bin so ein selbstgemacht Junkie. Und dann so tolles Papier. Echt toll. Ich glaube, diese Boxform habe ich noch gar nicht bekommen oder noch gar nicht auch selber ausprobiert oder so. Das wandert auf jeden Fall. Ich räume das jetzt erstmal alles beiseite und dann gucken wir uns das richtig an. Das wandert auf jeden Fall in meine Boxesammlung. Also es kommt, das heißt, es kommt in meine Vitrine. Weil die finde ich ja mal toll. Und diesen Kerl da vorne drauf, einfach nur zum Liebhaben, beiseite stellen. Dann, ach, gucke mal an, das ist der Stift. Ja, da habe ich jetzt einen anderen Stift drin. Ich hoffe, du bist nicht so traurig. Den benutze ich dann zum So-Zeichnen an meinem Tisch. So, das packe ich beiseite. Das packe ich auch mal beiseite. Da ist vielleicht auch noch so eine coole Karte drin. Oh! Das gehört alles noch in den Notizzettelhalter. Werde ich mir da auch direkt mal reinmachen. Oh, mich nervt das so, ne? Vielleicht sieht das ja jemand, der das auch hat. Also, mein Arzt sagt, meine Schultern versteifen. Und das sollte eigentlich nach 3 Jahren oder zwei, nach 2 Jahren löst sich sowas eigentlich auf. Also das Einzige, was sich aufgelöst hat, ich bekomme meine Arme schon ein bisschen höher. Zwar nicht mehr so gerade hochgestreckt, beide nicht. Aber sobald ich hinter mich greifen muss, ist vorbei.
Das kann ich einfach nicht. Da muss ich mich wirklich komplett umdrehen, um das dann zu holen. Ich kann nicht mal eben so locker wie andere so nur meinen Kopf nach hinten und dann mir irgendwas von hinten holen. Nee, leider nicht mehr. Ja, genau. Meine Frage ist jetzt, geht sowas irgendwann wieder weg? Weil das ist echt nervig. Wenn ich aus meinem Küchenschrank hinten was rausholen möchte, da muss ich mich ganz nach unten wirklich auf die Knie gehen, damit ich da überhaupt drankomme. Oh Gott, nee, schon wieder so eine schöne Box. Und die ist ganz kalt und ganz schwer. Hier sind so schöne, hier so Dinger drauf. War das Holz? Nee, das ist Silber. Kenne ich nicht. Sehr schön. Beiseite, beiseite. Und auch ganz schönes Papier. Ist das der Backflip? Ja. Ich glaube schon. Da könnte er drinnen sein. Und das ist für mich. Das noch was. Ja, meine Güte. Haben wir denn Weihnachten schon? Das ist für mich. Also den Backflip würde ich gerne, gerne, gerne zum Schluss aufmachen. Machen wir also erstmal die anderen Sachen auf. Und das hier werde ich jetzt so ganz bösartig. Naja, das Zimmer ist ja groß genug. Da kann ich aber was durch die Gegend schmeißen. Für mich. So, so. Fühlt sich an, als wäre da ein Block drin. Schere. Oh. Ja, so ist das. Also, es ist jetzt nicht, dass ich sterbe wegen den Schultern. Man kann da locker mit leben. Aber würde mich ja trotzdem mal so interessieren, ob das irgendwann mal weggeht. Ist schon nervig. So. Ja, da ist ein Block drin. Ach ja, Weihnachten, der ist ja cool. Ach, das ist der mit meinen Lieblingspapieren, ne? Das hier finde ich ganz, ganz toll. Dann finde ich das hier super toll. Supi. Und das hier habe ich auch sehr gerne schon verarbeitet. Das ist auch schon weg. Also eigentlich finde ich sie alle schön. Die sind richtig toll. Ja, ich hatte ja letztens goldenes Papier gesucht, ne? Das hier, das werde ich wahrscheinlich auch verarbeiten für das, was ich da brauche. Aber was ich suche, ist dieses Papier. Da wäre dieses Gold jetzt quasi erhaben und wird richtig glänzen, so richtig so. Echt schön. Danke, danke, danke. Das ist klasse. Lege ich mir auch direkt zu meinen Blocks da unten rein. So, dann fangen wir mal mit dem an. Gleichfarbig. Ach nein, das ist. Oh. Muss ich das ganz aufmachen oder kommt man da so dran? Ich glaube, das muss ich ganz aufmachen. Oh, ein cooles Armband. Das ist festgeklebt. Ich habe auch schon mal ein Geschenk, war das? Geschenk habe ich eingepackt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, zu welchem Anlass. Da hatte ich so mehrere auf einmal ein. Ja, genau. Und da habe ich auch so diese Endteile immer irgendwie mit umgeknickt oder mit eingeklebt mit Tesafilm. Da musste sie auch immer die ganzen Teile auspacken. Warte mal, ich mach das mal ganz raus. Ich glaube, dann sieht man das besser. Wo sind hier die Klebelasche? Egal.
Oh, das ist aber schick. Hast du das jetzt selber gemacht? Guck mal. Das ist schick, ne? Hier mit diesen Flügeln. Hier dieser Baum. Und dann die beiden Herzen. Also entweder muss ich das gut verstecken, weil das ist voll der Geschmack von meiner Tochter. Oder ich leihe ihr das dann mal. Ich weiß noch, dass meine Mutter früher ab und an mal meine Hosen getragen hat. Da waren wir beide ja noch richtig schlank früher. So, dann ja, diese Box. Auf diese Box bin ich so neugierig. Das ist so schön. Ich mag ja dieses System auch, ne? Seht ihr das hier? Wie so ein Bonbon. Eigentlich. Da läuft jemand rum und kontrolliert die Vogelkästen. Ich glaube, die machen die sauber. Oder sie hängen sie für den Winter ab. Keine Ahnung. So. Aber ich muss da jetzt erstmal was zumachen gehen. Ich mag nämlich nicht, wie auf dem Präsentierteller sitzen. Die hantieren da nämlich jetzt mit einer Leiter rum. Und erledigt. Habt ihr schon gesehen, was da drin ist? Ich noch nicht. Oh, das sieht nach Süßigkeiten aus. Nee, das ist nicht Süßes. Doch, da sind Süßigkeiten drin. Oh. Oh, das ist bestimmt. Oh ja, das ist aber selber gemacht. Da hat sie Sterne reingestanzt. Ja, ich analysiere immer alles. Das ist ja meine nette Manschette, oder? Das kann man auch ganz, ganz toll als Serviettenring nehmen. Wow. Das ist auch eine super Idee, oder? Also ich finde die Idee klasse. Puh. Ich kann es aber auch zweimal hier so drum wickeln. Ja, und dann zumachen. Und dann habe ich da mein Kabel geschützt. Dann habe ich einen Weihnachtskabelschutz. Das ist ja cool. Oh, und dann sind ja ganz viele Holzteile drin. Die werden wir mal auspacken. Und Moosgumminoten, sag mal. Eine Zuckerstange. Das ist gar kein Holz. Das sah aber auf den ersten Blick voll aus wie Holz. Das sind hier so Briefmarken. Ich komme aber nicht drauf, wie man die Teile. Aber das ist Moosgummi. Das ist ja cool. Moosgummi kann man auch übrigens super selbst ausstanzen mit so Handstanzen. Das sind aber hier schon selbstklebende. Das ist cool. Das packe ich mir aber hier wieder rein. Ach so, und das ist wieder so ein Beispiel, wenn ich nicht möchte, dass sowas abglittert, ne? Hier diese Teile, kann man die auch ganz toll mit diesem Acryllack beziehen. So meine Geheimwaffe. Ganz toll, das lege ich mir auch hier hin. Sag mal, wieso wird das denn immer schwarz? Schoki! Schoki geht immer. Da ist mal noch ein Schoki. Ja, guck mal hier. Zack. Sieht gut aus, ne? Richtig toll. Ich glaube, ich kipp das mal aus. Da ist aber noch was, was sich nicht auskippen lässt. So. Meine Box stelle ich hier hin. Das Band lege ich mir hier drüber, weil das möchte ich ja nachher wieder dran machen. Oh, die ist cool. Weihnachtskarte.
Ein Stern. Da kann man beides benutzen. Wenn du den Stern rausgeholt hast, den kannst du nämlich rausholen, kannst du den Kreis drumherum auch nochmal benutzen. Und hier genau das Gleiche, das ist eine Schneeflocke. Und hier habe ich goldene Streuteile als Tannenbäume. Gold ist klar. Rot. Mein Hirn beschäftigt sich nur noch mit der Farbe Gold. Sie sind aber rot. So, Schoki. Schoki ist gut. Knirsch mal ein bisschen vor mich hin. Ich weiß nicht, wieso das jetzt so flackert. Fragt mich bitte nicht. Ach nee, das ist auch selber gemacht. Oh. Och, ein Tag-Album. Ein Tag-Album. Das ist ja toll. Kann man die hier abziehen? Nee, ich mache die, glaube ich, lieber auf. Die Schleife. Übrigens in der Farbe Gold. Ah, die ist hier eingeklebt. Guckt mal. Das ist fest. Und ganz groß. Wie Glöckchen. Und hier so ein schönes Rad. Hier dieser Ring mit diesen Schleifchen dran. Ach, diese Schleifenbinden, das bringt mich immer halb um. Oh, und hier ist auch nochmal so ein schöner Holzstern. Auf jeden Fall ist das ein ganz toller Stern. Echt toll. Oh, guckt mal. Schönes Papier benutzt und eine super Größe hat das Teil. Echt super, frohe Weihnachten. Oh. Ja, schön, hier ist ein Rentier drauf. Das zeige ich gleich. Immer erst diese. Och, ja, hier ist er. Der Weihnachtsmann der Weihnachtsmänner. Leider habe ich ja dieses Stempelset nicht bekommen. Oh, schön. Da kannst du auch richtig noch ein Foto reinmachen, weil da ist noch richtig Platz. Hier so, weißt Also kannst du auf der Rückseite könnte ich quasi auch ein Foto machen. Das wäre kein Problem. Oh. Die beiden gefallen mir auch gut. Könnt ihr die sehen? Die sind richtig schön. Ich habe so ein kleines Schleifchen oben drauf. Aber ich mag diese Kleinigkeiten, ne? Das mit Magnet. Ja, super. Dieses Papier passt hervorragend hiermit zusammen, auch farblich. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz toll. Ein kleiner Filzstiefel. Auch wieder mit so einem schönen Tack. Echt super. Vielleicht werde ich meiner Mutter auch eins machen. Für ihre Enkelkinder. Immer hat sie ja schon mittlerweile vier. Sechs. Eigentlich ja sechs. Ich vergesse, dass mein Bruder auch zwei Kinder hat. Oh, schön. Was man so herrlich machen kann, ist, also so ist es zumindest bei mir. Also ich als Mutter habe ständig so kleinere Fotos von meinen Kindern in meinem Portemonnaie. Und zwischendurch, sie wachsen ja, verändern sich. Schmeiße ich die nicht weg, sondern ich habe die immer in so eine kleine Box eingepackt, also reingepackt und diese Box existiert auch noch und die hat bis jetzt auch jeden Umzug überlebt. Da ist das ja voll toll, wenn man auf so einer, also auf diesem Teil zum Beispiel das Babyfoto macht, dann halt immer wie sie größer werden und ganz am Schluss hast du halt, wo sie ganz groß sind, wenn du so eine Karte hast. Finde ich richtig spannend dann auch.
Oder wenn du für die Eltern, es gibt doch diese, das nennt man doch Wasserfallkarten, wo du hier so ziehen kannst, ne? Und dann gehen die Seiten auf. Finde ich auch ganz toll, wenn man für die Eltern vielleicht Goldene Hochzeit, wie auch immer, sowas zusammenstellen möchte. Wie die Eltern so ausgesehen haben, wie sie sich verändern im Laufe der Jahre. Finde ich auch ganz toll. Ach, gucke mal, hier kann man noch was reinschreiben. Nee, also das hat richtig Sicherheit viel, viel Arbeit kostet. So, jetzt drehe ich das mal um, damit wir die anderen Seiten besser sehen konnten. Eben so auf dem Kopf war es ja doof. Hier steht da Merry Christmas drauf mit diesen tollen, süßen Weihnachtsmännern. Hier sind jetzt 3D-Sticker verarbeitet, aber ich finde es schön. Ich finde, die passen da. Ja, also ich habe ja auch schon welche verarbeitet. So ist das nicht. Das hier passt auch hier schön hin. Was mich immer killt, ist, wenn du die selber ausschneiden musst. Das ist einer der Gründe, warum ich die im Prinzip nicht. Nein, ist das hübsch. Die beiden Häuser gefallen mir aber gut. Das ist, deswegen verarbeite ich die nicht. Das ist ja hübsch. Das ist richtig schön. Und hier ist er. Dasher. Sehr schön. Dankeschön für dieses wunderschöne Tech-Album. Ich mache da die Schleife auch wieder rein. Aber nicht so dolle ziehen, weil. Ups. Das will nicht. So. Sehr, sehr schön. Das lege ich mir gleich hier hin. Und das Tolle ist, dadurch, dass hier ja so ein Ring dran ist, kann man das auch wirklich irgendwo hinhängen. Also ich könnte mir den jetzt, wenn ich ihn würde, immer sehen wollen, ne? Weil er ist ja noch nicht mit Fotos bestückt oder so. Dann kann man sich den ganz toll ans Regal hängen. Eigentlich könnte man ja an einem Regal, das man an der Wand hat, unten lauter Häkchen dran machen und sich dann seine Alben, die man schon hat, bekommen oder selbst gemacht, an so Ringen, könnte man die dann daran hängen. Passiert ja nichts, wenn man sie nicht direkt in der Sonne hält, wenn man sie nicht direkt in die Sonne macht. Dann habe ich hier noch was drin. Oha. Oh, das sieht wieder auch ganz, 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 ganz viel. Das sind diese 3D-Karten, ne? Muss man das irgendwie aufstellen? Ich habe da doch keine Ahnung. Ach, da kann man was rausziehen. Ach Gott, wie schön. Hier hat sie mit Embossing-Pulver gearbeitet und diesem Föhn. Ah, da sind sie, die zwei Hübschen. Die ist ja schick. Merry Christmas. Also ich kann man aufstellen als Bild. Ey, cool. Also ich weiß, wer sowas liebt und wessen Farben das sind. Obwohl ich finde es voll toll mit diesem Hintergrund. Das ist so schön. So. Ja, so ein bisschen überlappt alles, so collagenartig. Das ist richtig toll. Richtig hübsch. Sowas würde meiner Mutter auch gut gefallen. Also dieses Hintergrundpapier jetzt so, ne, in dieser Farbe und so. Und dieser Weihnachtsmann in den Stil, in dem da gehalten ist. Ja, das ist ganz schön viel Arbeit, finde ich, die auch anständig übereinander aufzukleben. Echt toll. Dankeschön. Dankeschön. Ach so, hier kann man hinstellen. Tolle Sache, ne? Dann habe ich hier noch ein sowas. Ein sowas ist gut. Einmal. Das machen wir.
Das ist ja Panzerband, das ist kein Tesafilm. Das ist ganz gut eingepackt. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts. Ich bin mal ganz vorsichtig. Das scheint mir gepolstert zu sein oder so. Ja, ist gepolstert. Ob da eine Kalorie eingesperrt ist. Nee, keine Kalorie eingesperrt. Och nein, wie hübsch. Das ist eine Weihnachtsbaumlandschaft. Oh Gott. Oh, jetzt kriege ich das bestimmt nicht mehr auf. Hast das zugeklebt? Das hat die Reise nicht hundertprozentig überlebt. Weiß der Geier, was Hermes damit angestellt hat, mal ehrlich. Eine Eule! Ach, das werde ich mir hier aber wieder reinkleben. Genau so. Ist das cool? Da hat sie mir hier so einen Baum gemacht. Und auch noch schön mit Schnee drauf und so, ne? So ein Baum. Und eine coole Eule. Und ins Glas reingeklebt. Das sieht man, ich mache das mal kurz hier wieder so zu. Das sieht man, hier unten sind diese Pads. Ja, aber das hat die Reise leider nicht überlebt. Was ja keinen Abbruch macht, werde ich mir, die werde ich jetzt nicht wieder da reinlegen, die lasse ich hier einzeln, werde ich mir da unten einfach wieder reinkleben. Das ist ja mal eine coole Idee. Das ist super. Dankeschön, böser Hermes. Ne, erst braucht er ewig, dann macht er mir die schönen Sachen kaputt. Dieses Ziehband ist wunderschön. Ob ich das da so abkriege? Ja. Ohne das zu zerschneiden. Ohne Spannung kriegt man Knoten meistens besser abgepiddelt. Hehe. So. Okay. Ach. Ja, genau. Das ist genau das Richtige für mich. Und dann so niedliche. Herrlich. Das ist genau das Richtige für mich. So Taschenwärmer, das ist immer genau das Richtige. Deswegen auch so kalt, wegen der Flüssigkeit. Cool. Ja, im Wasser kochen. Das ist eine richtig coole Idee. Und ein schönes Papier benutzt für die Umverpackung. Gefällt mir. So schön weihnachtlich. So, oh, jetzt habe ich alles brav aufgemacht. Jetzt hole ich mir mal das hier ran. Okay. Das ist doch Weihnachten, ne? Also das ist die Schere, mit denen ich eigentlich am meisten arbeite. Diese hier oder hier diese von Action. Und damit schneide ich wirklich alles. Und ich muss sagen, aber Waschmaschine, Feuchttuch, Babyöl, alles super. Lassen sich ratzfatz sauber machen. Oh, oh Gott, da sind diese tollen Rahmen drauf. Hier mit, oh. Das gab ja tolle Motive oder gibt tolle Motive, wie auch immer.
Das ist ja super cool. Hier steht Handmade bei Tanja Aktun. Gebaumel. Ist doch hübsch, ne? Guck mal, ist doch hübsch. Ich habe schon einen so einen Bottle Cap von ihr. Da ist eine Gorgeous drin. Auch mit so schönen Gebamsel da unten dran. Ja. Cool, ganz, ganz viel Gebamsel. Sieht richtig toll aus. Ich weiß jetzt nicht, wie nennt man diese Teile, wo immer so viele Perlen dran sind. Die Amerikaner haben da ja manchmal solche langen Oschis und alles mit Perlen voll und mit Charms und boah, das sind richtige. Ich weiß aber nicht, wie die nennen. Die tauschen die auch hin und her. Also, ja. Oh, und wieder ganz viele Glöckchen. Einem Filzstern, den man allerdings auch anfassen kann. Also es fühlt sich nicht unangenehm an. Das ist ein schönes Filz. Super. Und der Weihnachtsmann hier unten. Der ist ganz weich. Ja, ich muss immer alles anfassen. Das ist bei mir so. Merry Christmas. Hier mit so schönen. Das hier sind, glaube ich, Breads. Aber das ist aufgeklebt hier. Das ist schön. Merry Christmas hat was. Und das ist bestimmt eine Klammer. Sieht so. Oh, guck mal, dahinter ist Noel versteckt. Eine Weihnachtsmann-Klammer. So ein niedlicher Weihnachtsmann. So freundlich wirkt der. So, ich mache mir mein Geklimper mal ab, weil ich nicht möchte. So, ich zeige euch das mal. So sieht das aus. Mit ganz, 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 ganz viel Perlen und Charms sind da dran. Und hier ist ein schöner Weihnachtsbaum. Oh, eine gefüllte Socke. Ein Schneemann. Schneeflocke. Hier oben sind Glöckchen. Und hier drin sind zwei Schneemänner. Und ganz, ganz viele Perlen. Mit Perlenkappen. Cool, ne? Also ich finde, so Perlenkappen machen die ganzen Sache schon immer viel, viel runder. Herrlich. Dankeschön. Und ganz sauber gearbeitet hier, diese Laschen gedreht, diese Ösen. Schön. Echt schön. Und das beruhigt mich jetzt, dass du für diese kleine blaue auch keine Perlenkappe hast. Ich finde die nämlich nicht. Wenn du da jetzt eine Perlenkappe drauf gehabt hättest, hätte ich dich direkt bestürmt, wo du die gekauft hast. So, der hier ist aber draufgeklebt, ne? Ist keine Pappe. Oh Gott, den kann man da abmachen. Der ist da durchgepiekst. Aber den lasse ich jetzt dran. Das ist so eine Brosche, also so eine Nadel. Ich lege mir mein gutes Stück mal beiseite und hole mir da immer so die Sachen raus. Also haben wir hier einmal ein Stanzteil mit einem Weihnachtsmann und einem Stern. Ja, so kann man die auch nehmen. Man muss die ja nicht unbedingt zum Resin umgießen, zum Resin umrühren benutzen. Kann sie auch verfremden. Sehr schön. Da ist ein Weihnachtsmann drauf. Genau. Dann gibt es hier einen ganz wunderschönen großen Tack mit einer Klammer. Und das ist ein Schneemann. Ja, ich habe geübt. Schneemann, Weihnachtsmann. Liebe Petra, ist dir aufgefallen? Ein Weihnachtsmann, ein Schneemann. Ja. Aha. Da hat sie zwei Paletten miteinander kombiniert. Schön. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Das war mein Handy. Auf Wiedersehen. So. Schleifchen. Der hat sich extra schick gemacht für mich. Auch schön. Hast du die selbst gemacht? Nee, das sah jetzt aus, als hättest du zwei Kreise übereinander geklebt und dann ein Loch rein.
Aber das ist auch eine gute Idee. Und schon wieder eine Idee stibitzt, obwohl es ja nicht so ist. Aber das ist, ich liebe diese Sachen. Das ist so, die sprühen vor Inspiration. Das ist herrlich. Und dieser Tack hier, der hat eine schöne Form. Also der auch. Aber die Form habe ich nicht. Sehr, sehr schön. Dann gibt es hier Kartenaufleger. Die besten Wünsche für Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Hier auch. Merry Christmas und Happy New Year. Etwas für die Figur. Wird nicht alt. Meine Figur mag sowas. Da ist der Schneemann drauf. Genau. Der ist süß, ne? Gut, die sind richtig flach hier, diese kleinen Männchen. Manchmal ist das ja so, dass sie leider so dick sind und dann sieht das so doof aus, wenn man die irgendwo draufklebt. Aber die sind so richtig schön flach. Kann man herrlich für sowas benutzen. Jetzt habe ich einen Weihnachtsmann und einen Schneemann. Und wieder was fürs Gesteck ins Wohnzimmer. So. Oha. Das hole ich mal. Oh Gott. Alles raus und lege das beiseite. Da ist noch eine Karte. Nee. Doch. Doch. Nee. Doch. Oh, schick. So, die zeige ich zum Schluss. Das tolles Papier. Hier haben wir so eine Klebetasche. Da sind ganz viele einzelne schöne Sachen drin. Die hole ich mal raus. Und die packe ich da auch nicht wieder ein, weil die werden dann direkt nachher verräumt. Wir haben nämlich schon 3:30. Oh. Also das ist ja auch mal hübsch. Ob das eine Stanze ist? Dieser Baum ist ja cool. Echt, dieser Tannenbaum ist ja cool. Guck mal. Sieht der nicht cool aus? Von hinten ist der so. Also das ist ja richtig. Man könnte das ja auch in Weiß machen, ne? Und dann als Schneekuppe benutzen. Eigentlich. Könnte. Muss man nicht. Man könnte. Echt cool. Und dann habe ich hier so extrem filigrane Schneeflöckchen bekommen und die glittern auch noch. Oha. In Weiß. Echt super. Und eine blaues, so ein blaues filigranes Teil. Glittert übrigens auch. Oh, die sind hübsch. Das ist dieses alte so, ne? Dieser, wie nennt man das heute? Vintage-Style. Ich finde das sehr schön. Das hier auch. Das erinnert mich immer ganz extrem an diese kleinen Figürchen, die ich früher gesammelt habe. Die haben wir dann immer nicht in Poesiealbum, doch. In Poesiealben reingeklebt von den Freundinnen oder wir haben die selber gesammelt. Total toll. Schön, ne? Sehr romantisch. Och nein, ist das ein cooler Prägefolder. Hat sie sogar direkt als Karte gemacht. Guckt mal, ist das nicht cool? Auch noch nie gesehen. Die sind ja fuffig. Och nee. Die sehen richtig keck aus, ne? Die haben den Schalk unter der Mohrrübe, sag ich euch. Ja, dann habe ich einmal in Blau, einmal in Grün und einmal in Rot. Dankeschön. Aber ich muss das Blau nach vorne tun. Meine Kamera mag kein Rot. Echt cool. Diese frechen Kerle. Besonders der Außen da außen. Hier habe ich so eine schöne. Ah, das ist so eine Ziehkarte. Pass auf, was passiert, wenn ich daran ziehe.
Geht nach oben. Merry Christmas, it's a wonderful time. Ah, eine wunderschöne Zeit des Jahres, ja, das stimmt. Schön, ne? Wow. Supi, supi, supi. Hups. Eine wundervolle Zeit des Jahres oder im Jahr. Ist das ein hübscher Stempel mit diesem Weihnachtsmann? Der sieht aber auch aus, als hätte er das faustdick hinterm Ohr. Ist zugeklebt. Nein! Den sehe ich jetzt erst. So ein Blick zur Seite. Das, da, da. Oh nein, ehrlich? Oh super, da könnte ich jetzt knutschen. Ja, zum Glück, dass du nicht da bist. Sonst hättest du jetzt einen Knutscher bekommen. Oh, guck mal hier, so wunderschöne Aufkleber. Ja, bin ich. Hula. Hier, Aufkleber. Wunderschöne kleine Täschchen. Und hier mit diesen... Diese Motiven halt, ne? Diese. Nein. Die erinnern mich voll an früher. Hübsch. Oh, da sind Stanzteile drin. Ach, da sind diese Rentiere drin. Die gibt es sogar noch in kleiner. Das ist ja cool. Könnt ihr die sehen? Warte, ich mach den Umschlag mal andersrum hin. Also in dieser Größe hier ist das toll. Ups, das ist das Weibchen, nehme ich mal an. Oder das ist ein Jungtier, keine Ahnung. Hier ist das Männchen. Der Ausgewachsene. Wunderschön. Hier gibt es noch so einen kleinen. Guckt mal. Wow, oder? Echt toll, danke schön. Da hast du aber bestimmt gekurbelt, bis der Arzt kommt, so wie das hier aussieht. Echt, echt toll. Ich glaube, da werde ich auch direkt mal einen von diesen hier verarbeiten morgen. Bin da nämlich gerade an einem Projekt dran. Was ich auch filme, also ich filme das komplett. Ich packe den aber nicht wieder rein. Ich habe Angst, dass ich zu deppert bin und mir die Geweihe abmache. Ich filme nämlich gerade, wie ich etwas bastel. Und ich bin entsetzt. Ich bin bei einer Stunde, über eine Stunde und habe noch überhaupt nicht viel gemacht eigentlich. Das sind so Feinarbeiten, die einen ewig aufhalten. Aber ich spule ja. Also ich... Ach Gott, die sind auch nochmal so schön. Aber erstmal guckt euch mal die Tasche, den Umschlag an. Völlig romantisch. Ja, das sind original die Bilder, so wie wir die früher gesammelt haben. Die waren auf so einem DIN A4-Bogen und also von der Größe her. Und dann waren die immer verbunden mit so einem kleinen weißen Schnipselband. Dann ging es dann zum nächsten Bild rüber. Ganz toll. Gib mir das mal. Och, die sind ja auch ganz, ganz, ganz filigran. Hast du die jetzt geschnitten oder hast du die jetzt gestanzt? Wo habe ich den Umschlag hin? Hier. Ich glaube aber, die sind gestanzt. Oh Gott, herrlich. Ganz fein. Wartet mal. Guckt mal, ganz, ganz fein. Hübsch, ne? Also es gibt ja traumhafte Stanzen, mal ehrlich, man kann nicht immer alles haben. Deswegen finde ich so Backflips und sowas ganz toll. Da bekommst du Material, was der andere selber gekurbelt hat, gemacht hat, getan hat oder gebastelt hat. Oder du bekommst Ideenanregungen. Das hier finde ich ja auch ganz toll mit diesem Hintergrund, ne? Und ja, das ist also eine Explosion der... Oh, hübsch. Der Anregungen, der Ideengebung.
Und du hast Sachen, die du selber gar nicht besitzt und kannst sie dann verarbeiten, wenn man sich trennen kann, heißt das. Oder zum Beispiel diese Stanz hier, die würde ich mir natürlich auch kaufen. Die ist toll. Die ist so richtig toll. Also ich weiß gar nicht, wieso Firmen sich im Prinzip aufregen über sowas. Es gibt doch Leute, die bekommen dann hier, wie ich jetzt, also ich würde mir die kaufen. Die ist toll. Richtig toll. Der Schlitten allerdings auch. Aber die kriege ich da wieder rein. Da mache ich nichts kaputt bei. Sag ich so einfach. Aber. Und dann habe ich hier noch so einen schönen Umschlag. Und ich glaube, der gefällt mir am allerbesten. Richtig schön. Merry Christmas. Richtig, richtig schön. Auch wieder Stanzteile. Cool. Ah, die SU-Stanze und die SU-Stempel. Das ist mein Lieblingsstempel hier mit diesen. Also das ist mein Lieblingsstempel hier mit diesen Blumen. Aber auf Grün auf die Idee gekommen, die auf Grün zu stempeln, bin ich auch noch nicht. Auch danke dafür. Sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Richtig cool. Das ist übrigens mein das ist das Allerliebste, was ich habe zu Weihnachten. Das andere brauchst du ja nicht unbedingt nur zu Weihnachten nehmen, aber das hier für Weihnachten. Und da gibt es dann noch so einen Stempel, da kannst du dann in der Farbe, in der du möchtest, Weihnachtskugeln reinstempeln. Und hier ist dieser tolle Baum. Es gibt so schöne Tannenbaumstanzen, ne? Hier. Wunderschön, ehrlich. Danke dir dafür. Du hast hier richtig viel Zeit und Arbeit gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Da hat Hermes Glück, dass er mir das noch gebracht hat, ey. Jetzt hätte ich einen Herzklabaster gekriegt bei der ganzen Arbeit, die du dir da reingesteckt hast. Jetzt wollte ich das da drunter schieben. Geht doch gar nicht. Und jetzt schaut mal. Da ist er. Der ist so toll, Dankeschön. Jetzt habe ich von diesem ganzen Set auch eins. Ja, und dann auch noch den hier. Der ist doch ein Traum, oder? Hier. Ist der nicht toll? Ich finde den so toll. Den haben wir dieses Jahr auf einigen Card-Candies gehabt. Nee, waren das Card-Candy? Nee, auf eine Karte habe ich das gehabt. Und ich glaube, auf ein Card-Candy bis jetzt habe ich das gehabt. Wunderschön. Echt, das sieht so toll aus. Der Stern gefällt mir auch gut. Hier, dieser Stern gefällt mir gut. Die Schneeglocke. Die Christbaumkugel. Und hier, der sieht auch richtig cool aus. Ah, aber er hier. Boah. Also wenn man den stempelt und dann embossed, muss der doch Hammer aussehen. Dankeschön. Oh, ich hab ihn. Ja. Ihr seid alle so verrückt. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Tüte. Ta-da-da-da. Seht ihr, wie schön das Papier ist? Ja, ne? Das, was so glitzert, sind alles kleine Sternchen. Sehr, sehr schönes Papier. Und sie hat die Tasche auch selbst gemacht. Ist also kein Umschlag wie bei mir. Das ist eine selbstgemachte Tasche. Richtig schick. Echt. Aber ich möchte mir die dann gerne, also diese großen. Ich packe das jetzt ja alles wieder zurück. Weil ich, boah, das ist auch toll.
Weil ich bewahre mir das ja so auf. Ich mache mir, ich habe da so eine Kiste, da stehen die jetzt alle hintereinander drin. Und da habe ich für das Thema Weihnachten, für Thema Halloween und Kunterbunt, da habe ich, sind die ja immer schön bestückt mit dem passenden, bis auf die Stempel und die Rehe. Wandert also alles wieder hier schön rein. Und wenn ich für Weihnachten irgendwas Bestimmtes brauche, dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr auf jeden Fall, dann kann ich mir meine Backflips rausholen. Und die sind ja bis oben hin voll mit Weihnachtszeug. Dann stelle ich mir die Kiste neben mir und dann kann man dann herrlich sich das Material rausholen. Echt toll. Hier hat sie Christmas draufgeklebt. Ah, was hast du gemacht? Hast du das nochmal getackert oder so? Vielleicht. Sieht auf jeden Fall total niedlich aus, aber der bleibt da erstmal dran. Das ist so eine Klammer. Der darf da, oder? Ja, auf jeden Fall darf der erstmal so lange dranbleiben, bis ich es meinem Mann gezeigt habe. Ich bedanke mich und habe schon wieder eine Stunde voll. Also das darf manchmal bei mir nicht wahr sein, ey. Bei anderen geht das immer so ratzfatz. Sorry für die Überlänge.